Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Riesen. Wir befinden uns seit der letzten Folge in der Vulkanfestung, sind hier jetzt erstmal gefangen. Ich denke mal, wir müssen hier drin so analog wie in der Stadt, bevor wir wieder raus dürfen, erstmal ein paar Quests erledigen und danach dürfen wir dann dieses Gebiet wieder verlassen. Das große, hegere Ziel ist, mit dem Inquisitor einen kleinen, gemütlichen Plausch zu führen und ich denke, da arbeiten wir uns erstmal heute weiterhin. Ich quatsche jetzt erstmal hier noch mit den Leuten. Mit ihm hatte ich geredet, ne? Er wollte Erz haben und handeln. Ich check mich erstmal hier so ein bisschen durch die Gegend und guck mal, ob hier noch jemand ist. Darf ich hier rein? Oh, nee. Gottes Willen, der kleine Akku hier. Der wird nicht geklaut, verstanden? Ich musste pupsen und ich dachte, ich bin höflich und gehe da eben rein, damit ich dir nicht in das Gesicht furze. Weißt du, außerdem ist da offenes Feuer, das ist ja gefährlich, ne? Das war der Plan. Und den Apfel nehme ich mir mit, wo wir dann von nicht klauen reden. Ne? Moin, hast du einen Namen? Ah, nee, ist ein Ordenskrieger ohne Namen, alles klar. Du? Tucker. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hohn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst ranziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Und was glaubst du, wird passieren? Das weiß nicht mal der Inquisitor. Aber eins ist klar. Wir Rekruten sind die Ersten, die dran glauben müssen. Die vorderste Front, so wird das sein. Sonst noch irgendwas los bei dir? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, dieses Huhn. Ja, was machst du? Ich wollte ein bisschen Hühnerfleisch haben. Ich trage gerne Unmengen rohen Hühnergeflügelfleisches in meinem Inventar herum. Das kann nur gut für den Geruch und auch natürlich für die Ernährung sein. Es gibt nichts als so ein bisschen angegammeltes, nicht mehr ganz frisches Hühnerfleisch. Dann nimmt man unweigerlich automatisch auch ab, ne? Das ist schon ganz schön. Ja, erstmal wieder auch einen lieben Dank an alle, die so fleißig Kommentare geschrieben haben. Ich habe mir die gerade wieder alle vorher durchgelesen und auch ein bisschen was auch rausgezogen. Allzu viel Neues gab es erstmal noch nicht, weil es noch nicht so viel passiert die letzte Zeit. Aber wir haben auf jeden Fall, oder ich habe noch ein paar Hinweise von euch bekommen. Zum einen soll ich bitte den Schwertkampf nicht unterschätzen. Ich habe ja jetzt die letzte Zeit sehr viel in Stärke reingeballert und wollte das erstmal ein bisschen auf 100 bringen. Das war eigentlich so der Plan. Wir sind aktuell bei 79. Den Plan werfe ich jetzt wieder ein bisschen um, weil die mir alle gesagt haben, nee, Fuchsjunge, mach mal ein bisschen früher lieber. Und dann gehen wir jetzt als nächstes erstmal in den Schwertkampf. Weil Schwertkampf uns dann wohl auch die Kämpfe allgemein deutlich erleichtert, wenn wir darin noch besser werden. Das war in den vorherigen ja nicht ganz so ausschlaggebend, also in Gothic 1, 2, 3. Und hier schon geredet? So? Little Kato, großer Kato. Hier noch was los? Ihr passt nur auf, ne? Ne, okay. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Ich muss erstmal schauen, was jetzt hier die Mission ist. Bronco. Was ist? Okay, wir hatten auch schon geredet. Ich quatsche jetzt erstmal mit den Leuten. William? Geh lieber trainieren. Ja, ist gut. Ich guck jetzt mal oben, hier ist so ein Apfel, schön. Wir könnten eigentlich noch ein paar Äpfel essen, ne? Das könnte uns vielleicht noch einen Stärke geben. Lass mal eben machen. Dann wären wir genau auf 80. Das wäre es mir ja wert. Prügel dir mal noch ein paar Äpfel in die Birne rein. Immer vernichten die Dinger. Rinn damit. Rinn in die Figur. Immer rein in eine Rüstung. An apple a day keeps die Skillpunkte-Ausgabe away oder so, ne? Moin, ich stehe dir ein bisschen im Weg rum, aber ich knusper gerade Äpfel weg. Du musst bitte an mir vorbeilaufen. Dankeschön. Plus 1 Stärke, ja. Schaffst du das oder du wartest eben noch so höflich, ne? Das ist nett. Ich hatte eben kurz gewartet. F8, ja. Ich habe zwar meinen Speicherbutton, aber ich drücke den ja doch nie. Halt! Halt! Ich darf mich hier in der Festung frei. Oh, nee, auf Wachdienst hätte ich ja überhaupt keine Lust, ne? Auf Wachdienst hätte ich ja überhaupt keine Lust. Frag mich mal! Meinst du, mir macht das Spaß, sich hier die Beine in den Bauch zu stehen? Ich sage dir, du fängst an nachzudenken. So genau wollte ich es gar nicht wissen. So, erstmal wieder mit ihm reden. So, halt! Keinen Schritt weiter! Ich darf mich hier in der Festung frei bewegen, wurde mir gesagt. Was ist los? Ich darf mich in der Festung frei bewegen. Ja, aber das heißt nicht, dass du überall rumschnüffeln kannst. Sei lieber vorsichtig. Einige Bereiche sind für dich tabu. Der Friedhof gehört dazu. Also verschwinde. Okay, ich will aber auf den Friedhof. Ich will auf den Friedhof. Ach ja? Und warum sollte ich einen Banditen auf unseren Friedhof lassen? Wenn du es nicht tust, hau ich dir aufs Maul. Wie wäre es mit Braukraut? Wie wäre es mit Braukraut? Na also, sieht so aus, als würden wir ins Geschäft kommen. Besorg mir 2 Stängel Brauke und ich lass dich durch. Ja geile, hier sind deine 2 Stängel, mein Freund. Hier sind 2 Stängel Brauke für dich. Sehr gut. Der Friedhof gehört dir. Ja, easy, das war doch ganz einfach. Eben kurz 2 Brauke raushauen, hier nochmal einen Apfel reinorgeln und dann gehen wir mal auf den Friedhof. Was ist denn hier los? Stört dich das, wenn ich hier das öffne? Mal sehen. Oh, ein bisschen Geld. Ich
möchte nicht gleich... Ey, Jeep! Das wäre ein bisschen schlecht, weil wir können jetzt nicht abhauen, ne? Da, ein goldenes Huhn. Scheiße! Sorry! Das wird bestimmt noch irgendein... So enden wir alle mal. Irgendwann werden wir alle mal so enden. Das wird irgendeinen tieferen Sinn haben, dass ich hier auf diesen Friedhof jetzt darf. Wir finden das schon noch raus. Rauke. Was ist denn hier sonst noch so los? Hier ist doch 100 Pro noch irgendwas versteckt. Komm, erzähl mir noch nichts. Das ist doch nicht grundlos hier, ne? Naja. Gut, dann gehen wir da mal rein, ne? Das ist bestimmt gefährlich da drinne. Gibt's hier auch Fallen in dem Friedhof? Ich fänd's halt seltsam, aber das ist ein Tempel. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Hier ist nichts zu sammeln und gehen wir erstmal weiter. Moin, da haben wir eine Steinplatte. Helden der alten Zeit. Da lies mal eben, kleine Geschichte, ne? In den alten Tagen lehrte ein Mann die Kunst des Kampfes. Berengir, ein Magier, der den Kampf mit dem Stab meisterlich beherrschte. Er sagte einst zu seinem Schüler, ich kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Wahre weise Worte eines alten, verwirrten Mannes. So, was ist jetzt hier los? Wow, okay, nice. Die Triche gehen immer. Alter, ist ja nice ist das hier. Schlüssel. Ein Truhenschlüssel aus der Vulkanfestung. Durch den Rost lassen sich nur noch die Buchstaben Ber erkennen. Ber. Das ist keine Tür. Ich dachte, das wäre eine Tür. Es ist aber keine. Was ist hier noch los? Guten Tag. Jagdmesser. Alles nehmen. Ach ja, was mir dann noch mitgeteilt wurde. Ich war gerade dabei, über Kommentare zu reden. Ich habe ja schon Ausweiden gelernt, aber irgendwie weiden wir nichts aus. Wir müssen wohl noch Werkzeuge dazu erwerben. Von einem Jäger unserer Wahl. Das werden wir auch noch machen. Dann wurde gesagt, man könnte dem Schmied doch mal eben so einen kleinen Witz erzählen, damit er uns vielleicht wieder mag, der im Banditenlager. Gute Idee. Weisheiten im Kampf. Ein Werk über die Philosophie des Stabkampfes. Quest Erfolg. Weisheit im Kampf gefunden. Kann ich das noch lesen? Gibt das was? Der weise Kämpfer benutzt seinen Verstand. Der weise Kämpfer wählt den Stab als Waffe. Da, wir sind halt auch nicht so weise, ne? Der weise Kämpfer lernt die Magie der Kristalle. Die Kombination aus Stab und Magie kennzeichnet den weisen Kämpfer. Der mutige Kämpfer wählt den Pfad des Feuers, denn die lodernde Flamme entfaltet ihre verheerende Macht erst nach langer Konzentration. Der vorsichtige Kämpfer wählt den Weg des Frostes, denn sein eisiger Hauch friert sein Gegenüber ein. Der wütende Kämpfer wählt Geschosse aus reiner Magie und lässt sie unterstützt durch die Hiebe seines Stabes auf seine Gegner niederregnen. Nur der wahre Meister des Kampfes vermag Nutzen aus mehreren Kristallen zu ziehen. Oh, ich wäre dann wahrscheinlich eher so der feurige, lodernde, ne? Das wäre so mein Ding. Das schippe ich so ein bisschen. War jetzt auf der... Da hinten ist noch irgendwie so ein... Da ist noch irgendwas Komisches. Hier ist nix. Da ist noch was. Noch mehr Dietriche und noch mehr Gold, sehr schön. Mhm. Thron, ja, da setze ich mich doch erstmal drauf, ne? Ja, muss ich auch mal ein bisschen königlich fühlen, ne? Ein bisschen thronerig. Ja, reicht jetzt aber dann auch, ne? So, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Gut. Gehen wir wieder zurück und latschen weiter durch die Vulkanfestung. Hier raus. Die Sounds in dieser Gruft sind jetzt echt nicht unbedingt angenehm. So, danke nochmal fürs Durchlassen, ne? Gibt's bei dir noch irgendwas zu reden? Mach was anderes. Ja, alles klar. Mach ich. So, wer bist du da? Hatten wir schon geredet, Vidus? Ein Kämpfer der Banditen. Nun gut. Ich bin Meister Vitus. Solange du dich anständig verhältst, bist du uns willkommen. Aber... Wenn du gekommen bist, um Streit zu suchen, verpassen wir dir die Prügel deines Lebens. Da ihr ganz schön viele seid und so eine richtig dicken Stäbe habt, glaube ich euch das sogar.
Was genau heißt denn anständig? Was genau heißt anständig? Halte dich aus den Kammern fern. Lass deine Finger bei dir und fang keinen Streit an. Joa, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also Streit und Langfinger, das ist so mein zweiter Name, würde ich sagen, ne? Kaspar, hallo! Hast du Kraut? Was? Du kommst doch vom Don. Wenn du Kraut besorgen kannst, ich nehme dir ein paar Stängel ab. Also, wenn du ein bisschen handeln willst, wir sind alle scharf auf Waren von draußen. Dann zeig mal, was du hast, ne? Zeig mal, was du hast. Was gibst du mir denn für Kraut? Das ist halt mal die Frage, ne? Krautstängel, Verkaufswert? 4, ja, 4. So siehst du auch aus, ne? Darf ich jetzt hier rein oder gibt's dann LAG? Das ist das Badehaus, aha. Okay. Ich gehe da jetzt mal an den. Lass mal den Besen mitnehmen. Gibt's da Stress, wenn ich das öffne? Ich klaue jetzt erstmal nichts, ne? Weil er kann mich halt dann doch. Ja, wobei er sieht mich jetzt nicht unbedingt, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich wurde ja gerade ermahnt, dass ich doch bitte mal die Finger stillhalte. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Weinkeller, na, das schreit doch auch noch eine Tür für mich, oder? So. Raus aus meinem Zimmer! Was willst du hier? Ich wollte mich nur mal umsehen, Kasper. Das sind alles eure. Pass auf, was du anfasst. Naja. Das sind die Hütten, ne? Irgendeiner von denen hat bestimmt den Schlüssel zum Weinkeller, bin ich mir sehr sicher. Da gehen wir dann gleich mal nochmal wieder auf Diebestour heute Nacht. Kommt der jetzt hinterhergerannt? Nee. Cool. Hier können wir so schon klauen, das sieht ja keiner. Wein. Seemannskiste. Hier scheint doch nichts abgeschlossen zu werden, weil warum denn? Alles nehmen. Lalalala. Jemand zu Hause sieht ja mal richtig. Okay. Ich fege erstmal den Staubhaufen weg. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht so genau. Aber wenn man schon mal am Clown ist, kann man ja auch nebenbei ein bisschen putzen, ne? Alles nehmen. Ich habe das Gefühl, das gehört zu einer Quest oder so. Räum hier erstmal auf. Möhre, noch ein Staub. Ich wische, wenn ich schon dabei kann, kann ich schon mal wegwischen, ne? Dieses 100 Pro kommt danach in der Quest. Jetzt mach erstmal die Zimmer sauber. Dann kann ich sagen, habe ich doch schon längst gemacht. Da staunen die dann aber nicht schlecht, wenn das passiert. Ich sag's euch. Ich arbeite voraus. Ja? Vorausschauendes Arbeiten. Lalala. Hier waren wir gerade, ne? Ja, bin ein bisschen dumm. Heiltrank, ein normaler Heiltrank und eine Mana-Wurzel. Nehmen wir alles mit. Ja. Lieber haben statt brauchen. Oder dann machen wir die Staubhaufen auch noch weg. Komm. Wahrscheinlich käme ich mir ein Glück, wenn wir dann gleich den Quest annehmen, werden neue hingelegt, ne? So würde ich das machen als Entwickler. Ach was, du hast dir die Mühe gemacht, das alles schon vorher zu machen? Trottel! Das lege ich dir alles wieder hin, ne? Das wäre so mein Ding. Gut. Sieht wieder wie geleckt aus hier. So, was haben wir hier noch? Ein sehr leuchtendes Brot. Ein sogenanntes Weißbrot mit Betonung auf Weiß, ja. Oh, nehmen wir mal mit, ne? Das sieht ja gefährlich aus. Das können wir keinem mehr zumuten, dass das noch gegessen wird. Mal von vorn. Scheiße. Und nochmal. Na also. Nicht so laut, Junge. Lügel. Diese Trophäe können gut bei Händlern verkauft werden. Ja, nimm mal mit. Habe ich auch alles ausgefegt? Ja. Wo geht das hier hin? Das sieht abgeschlossen aus. Da können wir wohl nicht weiter. Erstmal wieder quicksafen. So. Ist keiner zu Hause hier. Das ist ja voll geil. Da sind Schweine. Ah, da läuft einer lang. Mal sehen. Wie weit er läuft und wann er wieder umdreht. Na, wo gehst du hin? Lass dir Zeit. Oh, ich gehe hier nur ein bisschen rum. So, jetzt aber schnell. Und nochmal von vorne. Geschafft.
Mal gucken, ob er wieder auftaucht. Hast du einen Namen? Du bist einfach nur Rekrut, ne? Ja, wo gehst du jetzt hin? Ja, geh mal weg, ne? Ja, ja, mach mal einen gemütlichen, ne? Schön deiner Arbeit nachgehen, Rekrut. Das ist nett von dir. Und rein da. Okay, und noch wieder ein Apfel. Sehr schön. Käse. Samsung wäre froh auf uns. Oder stolz auf uns. 50 Gold. Ehre. Und nochmal wieder schön den Staubhaufen wegfegen. Wenn wir dabei sind, können wir das ruhig machen. Du hast dich bei meinen Brüdern bereichert. Das kommt dann wahrscheinlich gleich, weil man während der Quest dann auch nichts hätte klauen dürfen. Wollen wir wetten? Meine Brüder berichten, dass du sie um einiges an Hab und Gut erleichtert hast. Zahle uns eine Strafe von 1000 Gold. Da sind Schweine einfach so mitten hier drin. Das ist ja auch spannend. War ich jetzt hier schon drin? Ja, aber hier war ich glaube ich noch drin, ne? Was willst du hier? Nix, nix, dreh ich mal wieder um. So ist fein. Und rein. Nix merkt er. Im Putzfegen, da fragt er sich, was willst du denn hier? Warum fegst du denn jetzt? Ich sneake mich in die Räume rein, um zu fegen. Ja, das ist so eine Passion von mir. Ich liebe es zu fegen. Dafür schleiche ich mich auch heimlich bei anderer Leute rein. Jo, dann gehen wir mal jetzt in den Raum. Da ist bestimmt der Koch oder so. Der hat bestimmt eine Aufgabe für uns. Moin. Der hat 100 pro eine Aufgabe für uns. Pass hier bloß nichts an. Hi, Harlock. Wer hat dich denn hier reingelassen? Wieso? Du bist kein Rekrut. Du etwa? Ich bin der Koch. Was gibt's denn zu essen, Koch? Was gibt's zu essen, Koch? Dein Teller bleibt leer. Komm schon, ich hab Hunger. Komm schon, ich hab Hunger. Hier, nimm einen Apfel. Oder geh zu Kaspar. Der hat doch immer was. Ich hab aber kein Geld. Kennst du einen guten Witz? Hey, kennst du einen guten Witz? Ja. Gold, Zwiebel, drei Rekruten sollen eine Ruine untersuchen. Der erste geht rein. Nach einer Weile kommt er blutverschmiert wieder. Die anderen fragen besorgt, hör mal, was ist denn passiert? Den kenn ich schon. Sonst noch irgendwas Geiles bei dir? Darf ich mir den? Ich nehme mal lieber nichts mit. Wir sind in einem Haus, in einem Gebäude drinnen, da rasten die immer aus. Das lassen wir dann lieber erstmal. Gehen wir mal hier hin, da ist der Schweinehirte wahrscheinlich irgendwo. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Schweine, denen es echt gut geht. Alter, bist du am Scheiße schippen dahin, Junge? Ist ja richtig räudig, Mann. Fred! Na, Fred? Bist du am Scheiße schippen? Was denn? Keine Ahnung. Boah, Alter, hier stinkt das. Das ist ja unnormal, Junge. Hier will ich nicht tauschen. Oh. Das sollten wir nicht machen, während Fred da ist. Kommt bestimmt nicht so gut. Na? Die lassen sich richtig gut gehen. Die fühlen sich im Grunde sauwohl, könnte man. So, guck dir das an, wie er sich wirklich richtig sauwohl fühlt hier. Ja, da wird sich rumgewälzt. Voll schön. So, gehen wir mal hier hoch. Halt! Halt! Ich bringe eine Botschaft für deinen Chef, also lass mich durch. Ich bringe eine Botschaft für deinen Chef, also lass mich durch. Wenn du glaubst, dass du hier irgendwelche Rechte hast, liegst du falsch. Also mach keinen Ärger, sonst bist du Futter für die Schweine. Hast du das verstanden? Habe ich verstanden. Ja, alles klar, ich werde mich benehmen. Ja, alles klar. Ich werde mich benehmen. Gut, du kannst passieren. Erstmal so einen richtig geilen Einlauf so, ne? Pass auf, Junge, sonst gibt's aufs Maul. Er ist komplett verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Da steht einer im Weg, da kann er schon nicht mehr arbeiten hier, der arme Rekrut. So, ich mach keine Scheiße, versprochen. Oh. Hier kommen wir bestimmt wieder zurück. Oh, der Hahn kräht. Der Hahn ist am Krähen. Was gibt's denn hier Schönes? Hier schauen wir uns dann gleich weiter um. Meine Lieben. Der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gern unter Video posten. Und ansonsten
sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.